Es wird wieder Zeit, in die Arbeit zu fahren. Grundsätzlich macht mein Job mir Spaß, aber ich habe Probleme mit einem meiner Arbeitskollegen. Es wird wieder Zeit, in die Arbeit zu fahren. Grundsätzlich macht mein Job mir Spaß, aber ich habe Probleme mit einem meiner Arbeitskollegen. Sein Name ist Robert. Er ist nett, aber er fragt mich ständig Sachen, die er eigentlich wissen sollte. Sein Name ist Robert. Er ist nett, aber er fragt mich ständig Sachen, die er eigentlich wissen sollte. Außerdem versucht er immer, mir seine Aufgaben zu geben. Er arbeitet nicht wirklich viel. Außerdem versucht er immer, mir seine Aufgaben zu geben. Er arbeitet nicht wirklich viel. So kann es nicht weitergehen. Ich bin ein netter Typ, aber alles hat Grenzen. So kann es nicht weitergehen. Ich bin ein netter Typ, aber alles hat Grenzen. Wenn Robert heute zu mir kommt, dann werde ich ihm sagen, dass ich seine Aufgaben nicht machen werde. Wenn Robert heute zu mir kommt, dann werde ich ihm sagen, dass ich seine Aufgaben nicht machen werde. Ansonsten lernt er es nie. Er wird sich für immer auf den Schultern der anderen ausruhen. Ansonsten lernt er es nie. Er wird sich für immer auf den Schultern der anderen ausruhen. Ich arbeite als Buchhalter in einer großen Steuerkanzlei. Den Job mache ich schon seit über 5 Jahren. Ich arbeite als Buchhalter in einer großen Steuerkanzlei. Den Job mache ich schon seit über 5 Jahren. Ich bin da. Hier arbeite ich. Ich werde an meinen Schreibtisch gehen und erst einmal meine E-Mails abarbeiten. Ich bin da. Hier arbeite ich. Ich werde an meinen Schreibtisch gehen und erst einmal meine E-Mails abarbeiten. Guten Morgen, Sabine. Wie geht es dir? Läuft alles gut? Guten Morgen, Sabine. Wie geht es dir? Läuft alles gut? Hallo, Martin. Bei mir läuft alles gut. Robert war vorhin hier. Er sucht dich. Hallo, Martin. Bei mir läuft alles gut. Robert war vorhin hier. Er sucht dich. Oh nein. Wahrscheinlich braucht er wieder bei irgendwas Hilfe. Oh nein, wahrscheinlich braucht er wieder bei irgendetwas Hilfe. Ja, vorhin hat er mich auch gefragt, ob ich seine E-Mails lesen und zusammenfassen kann. Ja, vorhin hat er mich auch gefragt, ob ich seine E-Mails lesen und zusammenfassen kann. Dieser Robert ist wirklich unglaublich. Ich glaube, dass ich heute mit ihm reden muss. Ansonsten muss ich mit dem Chef über sein Verhalten sprechen. Dieser Robert ist wirklich unglaublich. Ich glaube, dass ich heute mit ihm reden muss. Ansonsten muss ich mit dem Chef über sein Verhalten sprechen. Das wäre gut. Er stört wirklich alle bei der Arbeit. Das wäre gut. Er stört wirklich alle bei der Arbeit. Ich kümmere mich darum, Sabine. Ich kümmere mich darum, Sabine. Heute habe ich wirklich viel zu tun. Ich muss noch ein paar Dokumente für meine Kunden fertigstellen und eine Präsentation vorbereiten. Heute habe ich wirklich viel zu tun.
Ich muss noch ein paar Dokumente für meine Kunden fertigstellen und eine Präsentation vorbereiten. Oh nein, da kommt Robert. Bestimmt will er wieder etwas von mir. Oh nein, da kommt Robert. Bestimmt will er wieder etwas von mir. Hallo Martin, wie geht es dir? Störe ich dich gerade? Hallo Martin, wie geht es dir? Störe ich dich gerade? Servus Robert. Ja, ehrlich gesagt schon. Ich muss noch ein paar Dokumente erstellen. Was gibt es denn? Servus Robert. Ja, ehrlich gesagt schon. Ich muss noch ein paar Dokumente erstellen. Was gibt es denn? Ich wollte dich fragen, ob du mir bei der Steuererklärung von Frau Meier helfen kannst. Ich komme da nicht weiter. Ich wollte dich fragen, ob du mir bei der Steuererklärung von Frau Meier helfen kannst. Ich komme da nicht weiter. Ich helfe immer gerne, aber heute schaffe ich es zeitlich nicht. Ich helfe immer gerne, aber heute schaffe ich es zeitlich nicht. Schade. Naja, okay. Dann werde ich jemand anderen fragen. Schade. Naja, okay. Dann werde ich jemand anderen fragen. Ich brauche erst einmal einen Kaffee. Ich brauche erst einmal einen Kaffee. Hey Sarah, ist alles okay bei dir? Du siehst so gestresst aus. Hey Sarah, ist alles okay bei dir? Du siehst so gestresst aus. Hallo Martin, ich habe heute sehr viel Stress. Ich muss noch ein paar Aufgaben für den Chef erledigen und dann muss ich für Robert die Steuererklärung von Frau Müller machen. Hallo Martin, ich habe heute sehr viel Stress. Ich muss noch ein paar Aufgaben für den Chef erledigen und dann muss ich für Robert die Steuererklärung von Frau Müller machen. Was? Warum machst du schon wieder Roberts Aufgaben? Was? Warum machst du schon wieder Roberts Aufgaben? Er hat mich darum gebeten. Er hat gesagt, dass er sehr viel Stress hat und dass seine Katze vor kurzem gestorben ist. Deshalb kann er sich nicht richtig konzentrieren. Er hat mich darum gebeten. Er hat gesagt, dass er sehr viel Stress hat und dass seine Katze vor kurzem gestorben ist. Deshalb kann er sich nicht richtig konzentrieren. Ich werde jetzt mit ihm reden. Robert hat gar keine Katze. Ich werde jetzt mit ihm reden. Robert hat gar keine Katze. Hallo Robert, wir müssen reden. Hallo Robert, wir müssen reden. Hallo Martin, was machst du hier? Ich dachte, du hast heute viel zu tun. Hallo Martin, was machst du hier? Ich dachte, du hast heute viel zu tun. Das habe ich auch. Ich habe gerade mit Sarah gesprochen. Du kannst nicht ständig deine Aufgaben an andere geben und dich den ganzen Tag ausruhen. Das habe ich auch. Ich habe gerade mit Sarah gesprochen. Du kannst nicht ständig deine Aufgaben an andere geben und dich den ganzen Tag ausruhen. Das mache ich doch gar nicht. Ich mache nur eine kurze Pause, dann arbeite ich weiter. Das mache ich doch gar nicht. Ich mache nur eine kurze Pause, dann arbeite ich weiter. Ich meine es ernst, Robert. Wenn du nicht damit aufhörst, uns deine Arbeit machen zu lassen, werden wir mit dem Chef sprechen. Ich meine es ernst, Robert. Wenn du nicht damit aufhörst, uns deine Arbeit machen zu lassen, werden wir mit dem Chef sprechen.
Was? Nein, bitte nicht. Ich werde sofort mit der Arbeit anfangen. Ich mache ab jetzt alle Aufgaben selber. Ich verspreche es. Was? Nein, bitte nicht. Ich werde sofort mit der Arbeit anfangen. Ich mache ab jetzt alle Aufgaben selber. Ich verspreche es. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!